Am besten für das Schreiben der Kurrent ist die sogenannte Spitzfeder geeignet. Das ist die hier. Auch diese drei Federn hier sind Spitzfedern. Spitzfedern eignen sich deshalb so gut, weil sie hervorragend für den Schwellzug geeignet sind. Beim Schwellzug ändert sich die Strichstärke, je nachdem, wie viel Druck man auf die Feder ausübt. Und dadurch ergibt sich eben ein besonders ästhetisches Bild, wenn man die Strichstärke beim nach oben führen der Feder eben nur sehr dünn lässt und beim nach unten führen der Feder eben mehr Druck ausübt und dadurch die Strichstärke eben ansteigt. Die zweite Feder hier ist die sogenannte Bandzugfeder. Die Bandzugfeder ist oben leicht abgeschrägt und die eignet sich eher weniger gut für das Schreiben der Kurrent, sondern deutlich besser für zum Beispiel die Frakturschrift. Die Bandzugfeder ermöglicht nämlich eine Änderung der Strichstärke je nach Richtung, die man hier anlegt. Als nächstes kommt die Plakatfeder, das ist die hier. Und die Plakatfeder, die erfüllt eigentlich den gleichen Zweck wie eine Bandzugfeder, nur dass sie oben eben deutlich breiter ist und sie eignet sich zum Beispiel für Überschriften. Danach kommt hier die Schnurzugfeder und die Schnurzugfeder, die ermöglicht eben einen sehr gleichmäßigen Strich und es gibt verschiedene Größen der Spitze, wenn man sie denn Spitze nennen mag, der Schnurzugfeder. Und ja, sie eignet sich eben auch weniger gut für das Schreiben der Kurrent. So, dann kommen wir zu der Gleichzugfeder. Auch Kugelspitzfeder genannt, weil sie eben oben spitz zuläuft, aber dann eben oben eine Kugel bildet. Die findet sich bei den meisten Füllfederhaltern wieder und eignet sich eigentlich auch recht gut für das Schreiben der Kurrent. Zum Beispiel ist das Gedicht, was ich am Anfang in die Kamera gezeigt habe, auch mit dieser Gleichzugfeder, also der Kugelspitzfeder, geschrieben. Ja, und Kugelschreiber und Füller sind natürlich deutlich portabler als solche Federn, für die man natürlich immer Tinte braucht, die man mitschleppen muss. Und bei diesem Füller hier ist natürlich die Tinte bereits im Kolben enthalten, sodass man die Feder eben nicht nochmal eintunken muss. Und auch der Kugelschreiber, ja, der eignet sich mäßig gut für das Schreiben der Kurrent, weil der Kugelschreiber eben nur sehr wenig Variabilität zulässt. Aber wenn man nichts anderes zur Hand hat, kann man auch den Kugelschreiber nehmen. Und für die Exoten gibt es dann eben noch die Glasfeder. Die Glasfeder erlaubt eben gar keine Variabilität und man muss eben auch die Glasfeder immer in die Tinte tunken. Allerdings ist dieser kleine Kolben hier vorne tatsächlich ein Reservoir, das für eine halbe Seite eigentlich reicht beim Schreiben. Von daher ist es, wie gesagt, wenn man Lust hat zu experimentieren, eignet sich auch eine Glasfeder hin und wieder mal. Von daher kann ich die auch empfehlen. So, soweit erstmal zu den Federn. Jetzt kommen wir zu der Tinte. Da gibt es eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Es gibt verschiedene Tinten. Ich persönlich nehme gerne Pelikan. Das ist aber eine Gewöhnungssache. Mont Blanc ist natürlich auch zu empfehlen. Es gibt viele sehr gute Marken, die hier zu nennen wären. Ich schreibe gerne mit Königsblau. Man kann natürlich auch Tusche nehmen. So. Und als nächstes kommen wir zu den Blättern. Am Anfang sollte man ein Linienblatt nehmen, einfach um die Proportionen vernünftig hinzubekommen. Es gibt unterschiedliche Linienblätter. Ich habe unten in der Videobeschreibung einfach mal zwei verlinkt, die man beide ausdrucken sollte. Zum Üben eignet sich eigentlich dieses etwas
größere Linienblatt, das mit den größeren Abständen zwischen den Linien. Und wenn man dann etwas versierter bereits ist im Schreiben des Courant, kann man eben auch ja, ein Linienblatt mit engeren Linien nehmen. So, ganz kurz zur Erklärung des Linienblatts. Falls ihr keinen Drucker zur Hand habt, könnt ihr natürlich diese Linien auch einfach manuell aufzeichnen. Also mit einem Lineal und einem Bleistift. Und die Proportionen sind 2 zu 1 zu 2. Das hier ist die Grundlinie. Das hier oben ist die Mittellinie. Das ist die Oberlinie und das ist die Unterlinie. Und wichtig ist jetzt, wenn man die Spitzfeder nutzt, dass man darauf achtet, dass wenn man die Feder nach oben führt, dass man dann weniger Druck ausübt, als wenn man die Feder nach unten führt. Also ich schreibe jetzt einfach mal Hallo. Also wenig Druck, mehr Druck, wenig Druck, mehr Druck, wenig Druck, mehr Druck, wenig Druck und so weiter. So, und ihr seht, dass die Schrift in einem starken Winkel geschrieben ist. Es gibt da so einen Richtwinkel und der lautet, man soll sich einfach vorstellen, dass der Uhrzeiger hier auf 5 nach 7 steht. So, jetzt nehme ich einmal die Gleichzugfeder, also den Füller, nur um euch einmal kurz den Vergleich zu zeigen. Es ist Geschmackssache, was man lieber mag. Wenn ich schneller schreiben muss, dann nehme ich eigentlich ganz gerne den Füller. Und wenn ich mehr Zeit habe und besonders Wert auf Ästhetik lege, dann nehme ich eben die Spitzfeder. Aber auch diese Spitzfeder, die lässt eigentlich nur bedingt Variabilität zu. Es gibt Spitzfedern, die sich deutlich breiter spreizen lassen, wie zum Beispiel diese hier. Also ich werde gleich eine andere Spitzfeder nehmen, wenn es dann in den Kurs geht. Ja, zudem würde ich euch raten, dass ihr alle der Facebook-Gruppe beitretet, die über die altdeutsche Schrift, die sich um die altdeutsche Schrift dreht. Die will ich auch unten in der Videobeschreibung verlinken. Dort könnt ihr Fragen stellen und eure Fortschritte präsentieren. Und ja. Dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem Kurs und wir sehen uns dann später. In diesem Kapitel werde ich das kleine L und das kleine B vorstellen. Ich benutze dafür das etwas größere Linienblatt, was ich euch in dem vorherigen Video unten verlinkt habe und würde euch raten, das auch zu nutzen, weil sich damit am allerbesten lernen lässt. So. Also noch einmal zur Erinnerung, das hier ist die Oberlinie, das ist die Mittellinie, das ist die Grundlinie und das ist die Unterlinie. Jeder einzelne Kleinbuchstabe beginnt von der Grundlinie aus und kann dabei entweder von der Grundlinie bis zur Mittellinie oder von der Grundlinie bis zur Oberlinie oder auch von der Mittellinie bis zur Unterlinie reichen. Ja, ich würde sagen, wir beginnen einfach mal mit dem kleinen L. Das kleine L beginnt mit dem Anstrich von der Unterlinie. Ein Bogen führt im entsprechenden Neigungswinkel bis zur Oberlinie und dann mit etwas mehr Druck nach unten, wo das L dann im Bogen ausklingt. Der letzte Anstrich bzw. dieser Verbindungsstrich hier, der endet knapp unter der Mittellinie bzw. zwischen Mittellinie und Grundlinie. Ja. Und wie man hier gut sehen kann, ich habe hier einen etwas größeren Bauch gelassen. Und
Man muss echt darauf achten, dass dieser Bauch des Ls nicht allzu engbrüstig wird. Er kann durchaus etwas engbrüstiger sein als der hier. Ja, ich mache nochmal ein anderes Beispiel. Also so ist es noch akzeptabel, aber viel enger sollte das L dann auch nicht werden. Ja. Man muss auch darauf achten, dass sich die beiden Bögen etwas über der Mittellinie oder gerade noch auf der Mittellinie kreuzen. Also das L sollte nicht so aussehen. Ja, das sieht einfach optisch nicht mehr ganz schön aus. Und anhand der Dicke der Bögen sieht man auch ganz gut, wo ich Druck ausgeübt habe und wo ich keinen Druck ausgeübt habe. Das heißt, jedes Mal, wenn ihr mit dem Stift einen Anstrich fahrt, dann druckt ihr überhaupt nicht aufs Blatt. Aber wenn ihr den Abstrich fahrt und hier diesen von der Oberlinie bis zur Grundlinie führenden Bogen zieht, dann dürft ihr durchaus etwas Druck ausüben. Ich werde es auch in den folgenden Kapiteln immer so halten, dass ich zuallererst einen Buchstaben in einer Zeile ausschreibe und danach eine kleine Übung folgt, wo ich den Buchstaben in Verbindung mit anderen Buchstaben oder eben in Verbindung mit dem gleichen Buchstaben schreibe. Das heißt, weil wir jetzt bisher noch keinen anderen Buchstaben gelernt haben als das kleine L, werde ich das kleine L erstmal zweimal hintereinander schreiben. Der Grund, warum ich mit dem kleinen L anfange und nicht mit dem kleinen A, ist, dass es sich hier sehr gut anbietet, dass man mit gleichen Merkmalen arbeitet. Das kleine L ist zum Beispiel dem kleinen B sehr ähnlich, hat aber nur sehr wenig Gemeinsamkeit mit dem kleinen A. Und deswegen lohnt es sich hier mit dem einfachsten Buchstaben, und das ist das kleine L, anzufangen und danach eben direkt einen Buchstaben zu behandeln, der dem kleinen L sehr ähnlich ist. Vor allen Dingen am Anfang muss man noch nicht besonders viel Wert darauf legen, dass man jetzt schnell schreibt, sondern sollte einfach darauf achten, dass man die Form des Ls eben sehr gut hinbekommt. So, als nächstes folgt jetzt das kleine B. Das kleine B beginnt genauso wie das kleine L. Und daran schließt sich jetzt bis zur Mittellinie eine kleine Punktschleife an, die in etwa so ausschaut. Das heißt, dass es diese Punktschleife im Verbund mit dieser Kreuzung ergibt den Bauch des kleinen Bs. Und direkt an diesen kleinen Schlenker hier lässt sich dann direkt der nächste Buchstabe anschließen. Ihr müsst natürlich nicht zwingend mit einer Tintenfeder arbeiten, aber also mit einer Tintenfeder zum Eintunken arbeiten, aber wie gesagt, zu Demonstrationszwecken ist es eben ziemlich sinnvoll, weil man dann genau sehen kann, wo eben Druck ausgeübt wird und wo kein Druck ausgeübt wird.
Man muss wirklich immer auf den Neigungswinkel achten. Das ist gerade am Anfang die größte Schwierigkeit, dass man ein B vielleicht so schreibt oder ähnliches. Also man muss wirklich immer darauf achten, dass dieser Neigungswinkel immer in etwa der Zeigerstellung von 7:05 Uhr bzw. kurz nach 7 entspricht. Ja, jetzt schreibe ich das kleine B mal zusammen mit dem kleinen L. Ja, das heißt, man muss natürlich nur von der Grundlinie mit dem Anstrich beginnen, wenn man ein Wort klein schreibt und den Anfang des Wortes bildet. Wenn das kleine L aus dem kleinen B hervorgeht, dann muss man selbstredend nicht bei der Grundlinie nochmal beginnen, sondern kann direkt aus dem Schwung des Bs heraus das L ziehen. Jetzt werde ich mal ein B an ein anderes kleines B anschließen. So, das war es jetzt erstmal fürs erste Kapitel. Diesem Kapitel folgt das kleine T und das kleine K. Zunächst einmal das kleine T. Das kleine T beginnt mit einem leicht gebogenen Strich. Der Bogen erfolgt allerdings erst oberhalb der Mittellinie. Das heißt, so. Und daran schließe ich jetzt eine Punktschleife an. Und die kleine Punktschleife wird kurz unterhalb der Mittellinie vollzogen. Ja, das heißt, das ist das kleine T. So. Jetzt folgt eine kleine Übung dazu. Und zwar werde ich jetzt das kleine T zweimal hintereinander schreiben, wobei ich dann das zweite eben durch eine durchgeschwungene Punktschleife ergänze. Wenn man zwei Ts aneinander schreibt, dann muss man darauf aufpassen, dass dieser Abstand zwischen den beiden Ts nicht allzu groß ist. Das heißt, er darf maximal vielleicht zwischen 0,7 und 1 Zentimeter lang sein.
So, der nächste Buchstabe ist das kleine K. Das kleine K beginnt ähnlich wie das kleine T. Und zwar erstmal mit der Biegung, dann einem gerade runter bis zur Grundlinie führenden Strich. Und daran schließt sich jetzt eine große 2 an. Ja, die wird so aussehen. Da wird einer Punktschleife, die an die Mittellinie grenzt. Das ist das kleine K. Ja, das heißt, sie besteht wirklich aus einer 1 und einer großzügigen 2. So sieht das K aus. Wenn man die jetzt noch näher zusammenführt, dann hat man das kleine K. Ja, ich setze hier bei den Buchstaben gar nicht ab, sondern ich schreibe den komplett in einem Zug. So. Jetzt folgt immer das K auf das T. In diesem Kapitel kommt das kleine H und das kleine F dran. Zuerst das kleine H. Also das kleine H beginnt wie jeder kleine Buchstabe mit einem Aufstrich von der Grundlinie aus und führt dann bis zur Oberlinie. Dort folgt dann eine kleine Linkskurve und dann folgt ein gerader und fester Strich bis zur Unterlinie, wo sich dann eine Rechtskurve dran anschließt, die kurz vor die Mittellinie führt. Und das ist das kleine H. Man muss vor allen Dingen auch darauf achten, dass man eben nicht ruckelt und nicht wackelt. Ja, wie beim kleinen L ist es hier so, dass die Kreuzung hier immer jeweils über der Mittellinie bzw. über der Unterlinie erfolgen sollte.
So, und das ist das kleine H. Jetzt werde ich mal ein paar kleine Hs in Verbindung mit anderen Buchstaben schreiben, wie zum Beispiel mit dem kleinen T. Oder auch dem S. STA. HHT. HTS. Und SHS. So, und jetzt folgt das kleine F. Das kleine F beginnt erstmal genauso wie das kleine H. Das heißt, auch hier erfolgt ein Anstrich von der Unterlinie bis zur Oberlinie und dann eine Linkskurve. Allerdings endet dann der ebenfalls gerade und fest verlaufende Strich auf der Unterlinie, woran sich dann keine Unterschleife mehr anschließt. So. Anstatt dass jetzt eine Unterlinie folgt, folgt jetzt hier eine kleine Punktschleife ebenfalls auf der Linie. Da kann man sich dann überlegen, ob das eine Punktschleife ist oder vielleicht auch einfach so ein kleiner Kringel, der so ausschaut. Das kann man sich selber überlegen. Ich persönlich ziehe sogar ganz gerne von dieser Unterlinie aus den Strich wieder nach oben und lasse daran quasi eine Punktschleife anschließen, weil man dann natürlich viel schneller und viel flüssiger schreiben kann, wenn man nicht mehr absetzt. So. Also das hier wäre jetzt so ein typisches F, was ich normalerweise in einem Wort schreiben würde. Übrigens sehe ich jetzt zum Beispiel hier, dass ich aus Versehen den Unterstrich nicht ganz bis zur Unterlinie gezogen habe. Und jetzt muss man sich Folgendes merken. Und zwar, wenn man hier einen Fehler begangen hat, wie ich hier, dann sollte man nicht direkt anfangen zu korrigieren und den Strich hier nachträglich tiefer ziehen, sondern man sollte den Fehler einfach stehen lassen. Das ist nämlich am allerbesten, um dann später eben zu sehen, was man an diesem Buchstaben alles falsch machen kann. Wenn man nämlich immer korrigiert, dann ist man sich der Fehler meines Erachtens nicht ganz so bewusst, wie wenn man den Fehler einfach so stehen lässt. Ne, denn jetzt ist es so, dass ich immer genau weiß, okay, ich muss den Strich wirklich immer bis zur Unterlinie ziehen. Also jetzt werde ich mal das kleine F mit dem kleinen H und mit dem S und so weiter verbinden. FH. HF. FSHF. FL.
ist mir jetzt die Tinte ausgegangen. Das ist halt immer das Problem, wenn man mit Tinte schreibt, also mit einer Feder, wo man auch immer in die Tinte eintunken muss. Da kann einem eben es auch passieren, dass mal die Tinte ausgeht. Aber das ist ja nicht so schlimm. Auch da würde ich jetzt allerdings nichts korrigieren, sondern einfach weiterschreiben. LTF. Ja, und das war's erstmal. Und dann folgt gleich das nächste Kapitel. In diesem Kapitel wird das lange S behandelt. Warum langes S? Weil es in der Korinschrift zwei verschiedene Arten von S gibt. Und zwar gibt es dort einmal das lange S und einmal das runde S. Das lange S sieht so aus. Ich schreibe es einfach mal ganz schnell, damit jeder weiß, wie es aussieht. Das ist das lange S. Und dann gibt es das runde S. Und ich werde zunächst einmal das lange S zeigen, weil es sich einfach gerade viel besser anbietet, das am Anfang zu zeigen. Und das runde S bietet sich erst an, wenn man bereits so viele Buchstaben gelernt hat, dass sich daraus auch Worte bilden lassen. Es ist nämlich so, dass das lange S in der Korrentschrift eine ganz andere Funktion übernimmt als das runde S. Das lange S steht nämlich entweder am Wort- oder Silbenanfang oder in ganz seltenen Fällen auch am Silbenende, wie zum Beispiel bei dem Wort Wasser. Aber das kurze S hingegen wird am Wort- oder Silbenende verwandt. Also zum Beispiel bei dem Wort Ausgehen. Bei dem Wort Ausgehen wird, ja, das Wort Ausgehen wird so geschrieben, dass das S von aus ein rundes S ist, weil das Wort aus eigenständig eben auch schon ein Wort ergeben würde. Bei dem Wort Wasser hingegen würde das Wort was zwar auch ein eigenständiges Wort ergeben, allerdings hat es nichts mit der tatsächlichen Sinnbedeutung von dem Wort Wasser zu tun. Und deswegen wird bei dem Wort Wasser eben zweimal das lange S hintereinander verwandt. Ja, das ist ganz entscheidend, dass man eben diesen Unterschied kennt. Aber ich werde darauf später nochmal ganz genau eingehen. Also jetzt ist es erstmal wichtig, dass wir wissen, dass das lange S eben am Wort- oder Silbenanfang verwandt wird. Und jetzt zu der Schreibform. Also, auch hier beginnt es wie bei dem Aufstrich des Ts. Ein Bogen, wobei der Bogen erst über der Mittellinie beginnt und dann ein fester und gerader schräger Strich bis zur Unterlinie. Und daran schließt sich jetzt nichts mehr an. Das heißt, würde man jetzt fortfahren und einen weiteren Buchstaben daran anschließen, dann würde man wieder von der Grundlinie beginnen. Ja? Also das ist das S. So, und jetzt mal in Verbindung mit anderen Buchstaben, die wir bisher schon gelernt haben. Das wäre das ST. SST. TS. TST. STS.
und SSS. Ja, das war's erstmal und wie gesagt, das runde S wird dann später behandelt. In diesem Kapitel wird das C, das N und das M beschrieben. Alle diese drei Buchstaben haben eben etwas gemeinsam, und zwar bestehen die alle aus der Grundstruktur auf, ab und auf. Das C bekommt hier oben noch ein Häkchen dran. So. So sieht das C aus. Das Häkchen kommt da deshalb dran, weil, wie gesagt, das C, das N und das M alle aus der gleichen Grundstruktur aufgebaut sind und man das C deshalb besser von den anderen Buchstaben unterscheiden kann, wenn sie eben gehäuft aufkommen. Dieses Häkchen kommt allerdings nicht dann vor, wenn auf das C ein K oder ein H folgen. Das heißt, bei CH oder bei SCH oder bei CK wird dieses Häkchen hier oben eben nicht geschrieben, sondern alleine diese Struktur hier. So, ich schreibe jetzt erstmal die ganze Zeile voll. Und jetzt werde ich das C einmal anwenden. So. Der nächste Buchstabe ist das N. Und das kleine N, wie gesagt, besteht aus der gleichen Grundstruktur wie das kleine C. Und zwar aus auf, ab, auf. Jetzt allerdings folgt nochmal ein ab und ein auf. Und das ist das kleine N. Wenn das N gedoppelt auftritt, zum Beispiel bei dem Wort Rennen, dann muss der Verbindungsstrich zwischen zwei Ns länger sein als der Verbindungsstrich zwischen diesen beiden Beinchen innerhalb eines Ns. Das doppelte N kann allerdings auch angedeutet werden, ohne das doppelte N auszuschreiben. Und das sieht dann folgendermaßen aus. Und zwar ein N mit einem Strich obendrauf. Also jeder, der schon mal diese altdeutsche Schrift gesehen hat, hat sicherlich schon mal diesen Strich da oben bemerkt, hat sich gefragt, was ist das? Und wie gesagt, dadurch wird das doppelte N eben angedeutet. Und ich persönlich würde empfehlen, diesen Strich hier oben nur dann zu schreiben, wenn man gerade in Eile ist oder schnell einen Text schreiben muss. Denn wenn man ein Gedicht abschreibt zum Beispiel, dann ist es immer schöner, wenn man das doppelte N auch wirklich ausschreibt. So, und zu guter Letzt folgt jetzt noch das M. Und das M sieht, naja, so ähnlich aus wie das N, nur dass eben noch ein weiteres Beinchen dazu kommt. Da ist das M.
Und hier gilt das Gleiche. Wenn das M gedoppelt auftritt, dann muss auch hier der Verbindungsstrich zwischen den zwei M's länger sein als der Verbindungsstrich zwischen den einzelnen Beinchen. Und auch hier gibt es die Möglichkeit, das doppelte M, wie zum Beispiel bei dem Wort immer, durch einen Strich anzudeuten. So. In diesem Kapitel folgt das I, das J, das U und das Ü. Zunächst zum I. Das I sieht genauso aus wie das C, nur dass anstatt diesem Häkchen hier einfach obendrauf ein Punkt folgt. Und dem J werde ich jetzt keine extra Zeile widmen, denn das J sieht genauso aus wie das I, nur dass hier eben noch eine Unterschleife dran gehangen wird. Das wäre das J. Ich Jojo bin. Die Worte stehen natürlich in keinem Zusammenhang zueinander. Ihn im und in. So, als nächstes folgt nun das U und das Ü. Das U wird quasi genauso geschrieben wie das N. Das ist das U. Mit dem Unterschied, dass hier oben noch ein, ja, wie soll man sagen, entweder ein kleiner Bogen oder eben auch ein kleiner Kringel oder eben auch ein kleiner Kreis drauf erfolgt. Ich persönlich bevorzuge den Kreis oder den Kringel, weil ich den Bogen, gerade wenn man schnell schreibt, manchmal nicht unbedingt von einem doppelten N unterscheiden kann, weil das doppelte N, wie wir wissen, wird ja auch nur durch einen Strich angedeutet. Ja, das hier wäre jetzt das doppelte N. Und gerade wenn man schnell schreibt, ist es dann schwierig, dort einen Unterschied festzustellen. Deswegen schreibe ich, wie gesagt, deswegen schreibe ich das U gerne so oder so. So, und das Ü, ja, schreibe ich jetzt auch nochmal ganz kurz, wäre dann entsprechend wie das N, nur eben mit zwei Punkten oder mit zwei Strichen drüber. Also zum Beispiel bei dem Wort ja, bei welchem Wort zum Beispiel? Bei dem Wort Rücken oder bei dem Wort Fühlen oder bei ähnlichen Worten. So, ich schreibe jetzt stumm, aber anstatt das doppelte M auszuschreiben, schreibe ich über das M einfach einen Strich.
uns. In diesem Kapitel werde ich das O und das A beschreiben, sowie auch das Ö und das Ä. Ich fange mit dem O an. Das O beginnt mit einem Anstrich und danach folgt eine ja fast schon ovale Form, die in einer Punktschleife an der Mittellinie endet. Zack, das ist das O. Also wichtig ist natürlich hier auch wieder, dass man dem Neigungswinkel Rechnung trägt. Nicht allzu viel Schwung holen, ansonsten läuft man Gefahr, dass sich das O eben, dass das O eben keine schöne ovale Form mehr hat. So. Tod. Soll. Ja. So. Toll. Und hoch. Das Ö wird natürlich genauso geschrieben wie das O, nur dass es hier oben zwei Punkte drauf erhält. Höhe. Also der nächste Buchstabe ist jetzt das kleine a. Das kleine a beginnt genauso wie das kleine o. An die Punktschleife schließt sich jetzt ein eng anliegender Strich an, der bis zur Grundlinie zurückgeht und dann in einem Bogen endet. Das ist das kleine a. Das kleine ä würde demnach genauso geschrieben werden, nur dass hier oben noch zwei Punkte drauf gehören. Auch hier muss man natürlich darauf achten, dass der Neigungswinkel immer eingehalten wird. So, und jetzt zu den Beispielen. Kalt. Matt.
backt. Und hat. Ja, das war's für dieses Kapitel. Diesem nächsten Kapitel werde ich jetzt das kleine E darstellen. Das kleine E lässt sich auf verschiedene Art und Weise schreiben. Entweder durch einen Abstrich und dann durch einen weiteren Aufstrich, der ja etwas über der Mittellinie dieses Abstrichs hier beginnt und dann ein weiterer Abstrich und dann nochmal ein Aufstrich. Das wäre jetzt ein E. Ich persönlich bevorzuge ein anderes E, weil sich dieses E gerade im Zusammenhang mit anderen Buchstaben dann häufig mit dem N verwechseln lässt, wenn man dann diesen Aufstrich ab und zu versehentlich zu niedrig ansetzt oder ähnliches. Deswegen schreibe ich ganz gerne das E so, dass ich diesen Anstrich einfach weglasse und eine kleine Spalte zwischen diesen beiden ab- und aufstrichen lasse. Ja, es gibt noch andere Art und Weise, wie man das E schreibt. Also gerade wenn man später mal flüssiger schreiben kann, dann kann man das E auch in etwa so schreiben. Ja, das heißt etwas geschwungener. Allerdings würde ich jetzt gerade für den Anfang dieses E hier bevorzugen. Eben. Echt. Neben. Und essen. Und das war's für dieses Kapitel. Diesem Kapitel folgt jetzt das kleine D. Das kleine D wird in einem einzigen Zug geschrieben. Man fängt also an mit einem Anstrich. Jetzt habe ich schon angefangen abzusetzen, aber es muss natürlich in einem Zug geschehen, also ein Anstrich. Dann ein schräger Abstrich, dann im spitzen Winkel einen Bogen nach oben, eine Oberschleife und fertig. Ja, und man kann entweder jetzt hier unten den nächsten Buchstaben ansetzen oder man kann diesen Buchstaben auch von der Schleife aus ansetzen. Dafür kann man dann in der Schräge des Ds etwas variieren. Ich mache mal ein Beispiel. Wenn ich jetzt zum Beispiel Danke schreibe, dann könnte ich quasi das A aus dem D heraus ansetzen. Oder aber ich schreibe zuerst ein D und setze da unten an. So, jetzt schreibe ich aber erstmal eine Zeile aus. Und auch in der Schräge des Ds kann man etwas variieren. Der Abstrich, der ganz am Anfang erfolgt, also der hier, der muss natürlich immer die gleiche Schräge haben, aber die Schräge des Ds kann etwas variieren. Man kann auch mit der Schleife ein bisschen variieren. Also manche machen zum Beispiel auch sowas hier. Manche machen auch sowas hier, ziehen also die Schleife noch weiter nach unten. Aber das hier ist so das reguläre D, an dem man sich vielleicht am Anfang am besten orientieren kann.
So, jetzt mal ein paar Beispiele. Erstmal und. Die. Endlich. Und diesen. Als nächstes folgt nun das sogenannte Schluss-S. Es wird auch rundes S genannt. Und zwar, weil es im Vergleich zu dem S, was wir bereits kennen, also das hier ist ja das lange S, das kennen wir bereits. Darum geht es jetzt nicht, sondern es geht um das runde S. Das sieht so aus. Das sieht einfach im Vergleich zu diesem S deutlich runder aus. Also es geht folgendermaßen. Zuerst wird zwischen Mittel- und Grundlinie ein leicht im Uhrzeigersinn geneigter Kreis geschrieben und darauf folgt dann eben ja eine leichte Kurve, die dann wieder ja einen leichten Linksschlenker hat. Da gibt es verschiedene Ausprägungen von. Manche schreiben das S auch so oder so. Ich habe auch schon sowas hier gesehen. Ja, also da kann man sich ein bisschen austoben. Vor allen Dingen ist aber wichtig zu wissen, wann man das Schluss-S und wann man das lange S anwendet. Also das lange S, wie wir bereits wissen, wird am Wortanfang oder in der Wortmitte verwendet. Das runde S hingegen wird in drei verschiedenen Fällen verwendet. Das erste ist eben am Wortschluss, also zum Beispiel bei dem Wort aus. Ja. Aus. Aber auch bei anderen Worten wie Reis oder nachts oder ähnlichem, da wird immer das S am Schluss verwandt. Ja. Aber auch beim Genitiv, also zum Beispiel des Königs, ja, da wird auch das Schluss-S verwandt, weil es natürlich auch ganz am Schluss steht. Die zweite Regel ist, dass das runde S auch im Wortinneren steht, wenn es Teil einer Zusammensetzung ist und es am Ende einer Silbe steht. Also zum Beispiel bei dem Wort ausstehen. Ja, wenn jetzt hier dieses aus zu ausstehen ergänzt wird, dann bleibt, selbst wenn das S hier in der Mitte dieses Satzes ist, bleibt das S eben rund. Und das darauf folgende S wird dann eben ein langes S, weil das, wie gesagt, am Wortanfang bzw. am Silbenanfang steht. Ja, eine dritte Regel, die man sich dazu merken muss, ist, dass das lange S eben auch dann verwandt wird, wenn es ein Fugen-S ist. Ja, das heißt zum Beispiel bei dem Wort Zeitungsausträger. Da wird das S, also Zeitungs Austräger eben auch rund geschrieben, weil es in der Fuge zwischen Zeitung und Austräger steht. Ja, und das ist eigentlich alles, was man dazu wissen muss. Ich schreibe jetzt, weil ich diese Zeile schon vorgeschrieben habe, schreibe ich nochmal eine Zeile voll mit diesem runden S.
Also das hier ist mit Abstand die häufigste Methode. Aber genau. So, jetzt werde ich nochmal ein paar Beispiele verwenden. Also zum Beispiel das Wort, ja, das Wort Maus. Wobei wir noch keine Großbuchstaben gelernt haben. Deswegen werde ich jetzt das Wort auswählen. Aus oder oder nachts oder abends oder das. Ja, das war es erstmal für dieses kleine Kapitel. Als nächstes folgt das kleine G und das kleine Q. Das kleine G beginnt genauso wie das kleine A. Nur dass jetzt dort eine Unterschleife rangesetzt wird. Das heißt, der Strich, der eng anliegend ist an dem Oval, wird noch weit nach unten gezogen und daran schließt sich eine Unterschleife an. So, das ist das kleine G. Und jetzt dazu noch ein paar Beispiele. Geben. Glasig. Gut. Und gelb. Ein weiterer Buchstabe, der dem G sehr ähnlich ist, ist das Q. Das Q beginnt nämlich genauso wie das G, nur dass jetzt stattdessen der Strich gerade bis zur Unterlinie durchgezogen wird.
So, das ist das Q. Und ja, jetzt folgen noch ein paar Beispiele zum Q. Quellen. Und quasseln. Das war's jetzt erstmal für das Kapitel. Der nächste Buchstabe ist das kleine Z. Das kleine Z beginnt erstmal mit einem kleinen Bogen von der Grundlinie aus bis zur Mittellinie, dann ein kleiner Linksbogen wieder zurück, dann folgt eine kleine Punktschleife und ein nach links geneigter Bogen und eine Unterschleife mit einem Aufstrich knapp über die Mittellinie, knapp über die Grundlinie. Manche schreiben das kleine Z auch so, sodass die Punktschleife ganz fehlt. Das kann man sich selbst überlegen, was einem besser gefällt. So, das war das kleine Z. Jetzt kommen noch ein paar Beispiele dazu. Zunächst einmal zum. Zechen, zügig. Und zodden. So, das war's erstmal fürs Z. Diesem Kapitel folgt das scharfe S. Das scharfe S sieht quasi aus wie eine Kombination aus einem S und einer 3, die in etwa so geschrieben ist. Ja? Und wenn man die jetzt zusammenfügt, dann kommt da ein scharfes S heraus. Man kann es entweder so schreiben, dass da tatsächlich eine kleine Lücke zwischen ist, oder eben so, dass man wirklich aus diesem S-Strich ganz unten den Strich hervorholt und dort diese 3 anfügt. Und das ist das scharfe S. Man kann sich übrigens überlegen, ob man jetzt, wenn man einen weiteren Buchstaben dort anfügen möchte, hier unten wieder anfängt oder ob man
hier aus dem Schwung heraus quasi hier wieder beginnt. So. Muss oder außen. Oder beißen. Oder saß. Diesem Kapitel folgt das kleine P und das kleine X. Diese beiden Buchstaben haben Gemeinsamkeiten. Und zwar gibt es für beide dieser Buchstaben eben alternative Schreibweisen. Und tatsächlich entsprechen sich auch beide alternativen Schreibweisen in einer Eigenschaft. Und das möchte ich jetzt darstellen. Und zwar fange ich mit dem kleinen P an. Das kleine P wird so geschrieben. Ja, das heißt, ähnlich wie beim Schreiben des kleinen U, des kleinen O's wird erstmal von der Grundlinie begonnen, dann ein Anstrich bis zur Mittellinie, dann erfolgt eine Ovale. Nur dass jetzt keine Punktschleife folgt, sondern quasi eine Schleife, die zu einer weiteren Unterschleife ausgeformt wird. Und das ist das kleine P. Es gibt allerdings auch noch eine andere Form, das P zu schreiben. Und das sieht dann so aus, dass man ebenfalls von der Grundlinie beginnt. Jetzt macht man einen kleinen Kreis. Und das ist dann das alternative kleine P. Ich finde beide Varianten eigentlich sehr schön. Ich persönlich verwende diese Variante, obwohl ich diese, wenn ich sie früher gekannt hätte, wahrscheinlich lieber verwendet hätte, weil sie eigentlich leichter zu schreiben ist. Bei diesen Buchstaben, gerade bei dieser Variante hier, habe ich immer wieder ein paar Probleme. Aber das könnt ihr euch selbst überlegen. So, das ist das kleine P gewesen. Jetzt kommen ein paar Worte. Spalten. Oder spüren. Oder plump. Ja, und jetzt nächstes kommt jetzt das X. Auch das kleine X
hat, wie gerade schon angedeutet, zwei Varianten. Und die eine sieht folgendermaßen aus: Beginnt wie das P, hat dann allerdings einen eingekringelten Bogen über rechts. Ja, und damit ist es praktisch der einzige Buchstabe im Kurrentalphabet, der eine Schleife über rechts hat, beziehungsweise eine Kurve über rechts hat. So, das ist das X. Es hat tatsächlich mit dem lateinischen X, also mit dem Antiqua-X, was wir heutzutage lernen, diesem X hier überhaupt nichts mehr zu tun. Wie gesagt, es gibt noch eine Alternative zu diesem X und das ist die hier. Beginnt auch wie das P. Jetzt habe ich den Bogen falsch gezogen. Ich wiederhole nur nochmal. Beginnt auch wie das P und hat dann diesen eingekringelten Kurve über rechts. Aber auch hier, wie gesagt, kann man sich aussuchen, für welche Variante man sich entscheidet. So. Exakt. Boxen. Und mixen. Diesem Kapitel wird jetzt das kleine R, das kleine V, das kleine W und das kleine Y besprochen. Zunächst das kleine R. Das kleine R beginnt folgendermaßen und zwar mit einem Aufstrich, dann einem festen Abstrich, einer Punktschleife auf der Grundlinie, dann einem eng anliegenden Aufstrich und einem kleinen Häkchen. Das ist das kleine R. Es gibt noch eine alternative Schreibweise, die gerade von Leuten verwendet wird, die die Kurrentschrift schon etwas flüssiger beherrschen. Und die sieht dann so aus. Aber wir bleiben jetzt erstmal bei der Standardschreibweise. So. Arbeiten. Reiben. Er. Und rufen. Ja, soweit zum R. Als nächstes folgt jetzt das kleine V. Das kleine V ähnelt dem kleinen R sehr entscheidend, mit dem Unterschied, dass anstatt dem kleinen Häkchen eben ein Bogen folgt,
der wieder zurück zur Punktschleife führt und dann wieder ein kleiner Aufstrich, damit dort der nächste Buchstabe dran angeschlossen werden kann. Und analog zu der Alternative zum R gibt es auch hier eben die Möglichkeit, das kleine V so zu schreiben. Ja. Aber wie auch vorher bleiben wir jetzt erstmal bei der Standardschreibweise. So. Jetzt kommen wir zu den Beispielen. Viele voll. Waage und vor. Der nächste Buchstabe ist jetzt das kleine W. Das kleine W ähnelt wiederum dem kleinen V, nur dass es eben einen, ja, einen Zusatz auf und ab bekommt. Das hier ist das kleine W. Das heißt, wie das kleine V, nur mit einem zusätzlichen Auf und Ab und Auf. Das hier wäre das V. Und das jetzt kombiniert mit dem hier im Vorhinein ergibt dann eben das kleine W. Und auch hier, wie bei dem V und dem R, gibt es diese alternative Schreibweise, dass man quasi sowas hier in der Art schreibt. Aber wir bleiben jetzt erstmal hierbei. Welcher wundern und wen? Der nächste Buchstabe ist jetzt wie angekündigt das kleine Y. Das kleine Y gleicht eigentlich dem kleinen W am Anfang, dem kleinen R am Anfang. Nur dass man jetzt den Strich hier durchzieht und das bis zur Unterlinie, eine Unterschleife und dann mit einem Aufstrich bis kurz vor die Mittellinie. Das ist das kleine Y.
So. Ja, und jetzt zum kleinen Y. Da gibt es natürlich nicht ganz so viele Wörter, die man dort als Beispiel wählen kann. Deswegen suche ich mir jetzt einfach mal längere Worte raus. Syrisch. Sympathisch. Jetzt habe ich hier tatsächlich das H vergessen. Also ich korrigiere das jetzt ausnahmsweise mal. Sympathisch. Ja. Und viel mehr passte leider nicht hin. Aber genau, also wie man sieht, das R, das V, das W und das Y haben sehr viel gemeinsam. Und damit kommen wir auch schon zum Abschluss der Kapitel zu den Kleinbuchstaben und als nächstes folgen dann die Großbuchstaben. Den folgenden Kapiteln folgen jetzt die Großbuchstaben. Die Großbuchstaben stehen entweder zwischen Oberlinie und Grundlinie oder zwischen Oberlinie und Unterlinie. Das heißt, es gibt keine Großbuchstaben, die zwischen Mittellinie und Unterlinie stehen, so wie zum Beispiel das kleine G. Ich fange mal mit dem O an. Nach dem O folgt dann das A, das G und das Q. Und ja. So sieht das O aus. Das heißt, das O hat wieder diesen typischen Winkel von 5 nach 7. Es ist genauso oval wie das kleine O. Ja, vielleicht sogar noch etwas ovaler. Und hat eben ganz oben an der Oberschleife diese kleine Punktschleife. So, das Ö wird dann natürlich entsprechend genauso geschrieben, nur dass es hier direkt über dem O zwei Punkte erhält. Also, dann komme ich jetzt zu den Beispielbegriffen. Zuerst der Ochse. Dann der Ozean, dann das Opfer. Hier ist es empfehlenswert, dass man sich das Alphabet, was ich unter dem ersten Video verlinkt habe, in Form einer PDF daneben legt, damit man die einzelnen Buchstaben eben nicht immer nochmal neu nachschlagen muss in den jeweiligen Videos. Ja. Und zum Schluss noch das Öl. So. Als nächstes folgt das A. Das A wird zunächst genauso geschrieben wie das O.
nur dass jetzt an die Punktschleife eben ein Abstrich erfolgt, der ganz eng anliegend an dem Oval vorbeigeht und dann ein kleiner Bogen. Ja, wobei, diese Kante hier darf eigentlich da nicht sein. Das heißt, ich hätte eine kleine Biegung noch mit reinbringen sollen. Also das hier ist ein schönes A. So, das Ä würde demnach natürlich genauso aussehen, nur eben wieder mit zwei Punkten drauf. Jetzt komme ich zu den Beispielen. Zunächst die Achse. Dann die 8. Der Arm und zu guter Letzt die Andacht. Es ist übrigens für euch ratsam, dass ihr euch auch noch eigene Worte hinzunehmt, wenn ihr glaubt, noch mehr Übung zu brauchen. Und dafür eignen sich eben besonders kurze Worte, wie zum Beispiel Arm oder Acht. Aber natürlich kann man auch längere Worte wählen, um einfach nochmal die Kleinbuchstaben im Kontext zu lernen. Ja. Der nächste Buchstabe ist jetzt das G. Das G beginnt erstmal genauso wie das O und das A, nur dass jetzt eine große Schleife angefügt wird, eine große Unterschleife, die wieder die Unterlinie kreuzt und dann knapp vor der Mittellinie endet. Und das ist das große G. Man muss auch darauf achten, dass der Abstrich eben nicht allzu weit von dem Oval entfernt ist. Das heißt, hier ist es fast schon zu weit. Das geht noch, ist noch grenzwertig, aber hier sieht es schon deutlich besser aus. So, der Grund.
Die Geige. Die Gurke. Und die Gans. So, und jetzt folgt hier das Schluss-S. Ja. So, die Gans. Und als letzter Buchstabe von diesem Kapitel kommt jetzt das Q. Das Q beginnt genauso wie das G. Und jetzt wird der Abstrich sauber auf der Unterlinie abgesetzt. Und das ist das Q. Ja, das ist das Q. Es gibt noch andere Schreibweisen für das Q. Zum Beispiel gibt es diese hier. Und dann wird hier quasi nochmal eine kleine Welle angefügt. Ich finde eigentlich beide Schreibweisen sehr schön. Ich bleibe jetzt aber allerdings erstmal bei der hier. Aber wie gesagt, man kann natürlich dann auch experimentieren. So, jetzt zu guter Letzt noch die Beispiele. Zuerst Quentin. Quentin, jetzt Quark. Ihr werdet merken, dass ihr gerade auch die Kleinbuchstaben am Anfang noch nicht ganz so schnell schreiben könnt und dass ihr immer wieder nachschauen müsst. Aber glaubt mir, das legt sich ganz schnell wieder und das ist einfach nur eine Gewöhnungssache. Das ist auch die Quelle. So. In diesem Kapitel wird das große U behandelt. Das große U beginnt mit einer Fragezeichen-ähnlichen Struktur. Und zwar folgendermaßen. Jetzt eine kleine Punktschleife, eine Spitze und ein gerade am U-Bogen vorbeilaufender Strich mit einem kleinen Aufwärtsbogen. Das ist das große U. Vor allen Dingen muss man auch beim großen U darauf achten, dass dieser U-Bogen hier nicht allzu breit ist. Ja? Also dieser Bogen hier darf nicht allzu breit sein. Wenn man den Bogen so zeichnet, dann sieht das U nicht mehr ästhetisch aus. Ja?
Falls ihr mit einer Feder schreibt, dann muss man außerdem immer darauf achten, dass man den Stift ebenfalls etwas schräg hält, weil die Buchstaben sind ja, ich sag mal, leicht nach rechts geneigt. Und wenn man jetzt den Stift ganz normal halten würde, ja, ich demonstriere das einmal, dann würde man so ein Kratzgeräusch vernehmen. Und um das zu umgehen, muss man den Stift eben ebenfalls etwas schräg halten. So, jetzt komme ich zu den Beispielworten. Zuerst die Ulla. Die Ulla, dann das Und. Dann die Uhr. Dann uns. Und zu guter Letzt der Ulf. So. In diesem Kapitel folgt das T, das I und das J. Ich beginne mit dem T. Diese drei Buchstaben haben nämlich die gleiche Eigenschaft, und zwar haben sie ganz oben an der Oberlinie ein Fähnchen. Das sieht so aus. Das ist das Fähnchen, das, wie gesagt, das T, das I und das J gemeinsam haben. Und dieses Fähnchen würde ich ganz häufig üben. Es darf nämlich nicht so aussehen oder so, aber auch nicht so, sondern es soll eben folgendermaßen aussehen. Zuerst ein Bogen, dann etwa ein 90 Grad eine 90-Grad-Welle und dann wieder nach oben. Ja, und so sieht das eben aus. Das ist dann das T. Ja, das heißt, eine Punktschleife an der Mittellinie und ein gerade und kräftig nach unten gezogener Strich bis zur Grundlinie. Zuerst der Trubel. Dann die Truller. Dann der Tarif und der T. Der nächste Buchstabe ist das große I.
Das große I beginnt genauso wie das große T, also wieder mit dem Fähnchen oben. Dann ein großer Bogen. Und das ist das große I. Also wenn man jetzt diesen Strich weiterführen würde, dann würde der in etwa bei dem Anfang vom Fähnchen beginnen. Ja, also so muss man sich das in etwa vorstellen, damit der Buchstabe auch ästhetisch aussieht. Also so. So. Zuerst der Igel. Dann Indien. Dann Innsbruck. Und hier muss man natürlich wieder darauf achten, dass das S hier ein rundes S ist. So, und zu guter Letzt kommt jetzt noch das J dran. Das große J ist erst einmal genauso wie das große I. Ja, das heißt, man beginnt auch hier wieder mit dem Fähnchen. Und jetzt zieht man den Abstrich bis nach ganz unten zur Unterlinie. Fährt eine Unterschleife hoch, stoppt jetzt hier, fährt mit einer Punktschleife auf der Grundlinie fort und das ist das große J. Ich finde einer der schönsten Buchstaben im Kurrentalphabet. So, und das ist das J. Junge. Der Jan.
Jura. Und der Juli. Diesem Kapitel folgt jetzt das S, das N, das M und das R. Und auch hier ist es natürlich wieder so, dass sie alle die gleiche Eigenschaft haben. Und ich beginne bei dem S. Das S beginnt knapp unter der Oberlinie mit einem Bogen. Jetzt wird dieser Bogen bis zur Grundlinie geführt. Dann hier eine ganz große Schlaufe bis zur Oberlinie. Und jetzt ein kleiner Bogen. Zack. Und das ist das S. Also gerade Leute, die sehr schnell schreiben, lassen diesen Bogen auch manchmal aus. Das heißt, das S sieht auch häufig so aus. Ja. Ich bevorzuge allerdings dieses S und ich würde auch jedem von euch raten, dieses S zumindest am Anfang zu nutzen. Wenn auf das S ein T folgt, wie zum Beispiel bei dem Wort stark oder Start, dann wird direkt von diesem S-Bogen hier oben das T heruntergezogen. Das heißt, ein ST sieht so aus. ST. Also, Suppe. Soja. Sascha. Und stark. Als nächstes folgt jetzt das große N. Das große N sieht so ähnlich aus wie das ST, nur dass kein Bogen mehr, nur dass quasi hier noch ein Bogen folgt und stattdessen eben keine Punktschleife. Das heißt folgendermaßen. So, das ist das große N. Auch hier wieder darauf achten, dass dieser Abstand hier nicht allzu groß wird. Nein, das hier ist ein schönes N.
So. Die Null. Das Nirvana. Der Name. Viel mehr passt auch nicht. Vielleicht noch ein Wort. Die Niete. Der nächste Buchstabe ist das große M. So sieht das große M aus, das heißt genauso wie das große N, nur halt mit einem extra Bogen. So. Malmö. Die Miriam. Und das Maul. Ja, hier oben bin ich jetzt ein bisschen in Schlingern geraten, das sieht man ganz gut. Das passiert immer, wenn man etwas länger schreibt und irgendwann die Hand ein bisschen versteift. Ja, und jetzt zu guter Letzt noch das R. Das R beginnt genauso wie auch das S. Nur dass jetzt ein halber Bogen kommt.
Dann eine Punktschleife über der Mittellinie. Dann hier ein kleiner Schlenker. Und das ist das große R. So. Der Ralf. Der Reifen. Das Rad. Und die Regel. In diesem Kapitel folgt das große L und das große B. Zuerst zum großen L. Das große L wird mit Schwung ausgeführt. Jetzt kommt eine kleine Linksschleife und dann ein kleiner Bogen. Und das ist das große L. Es ähnelt also sehr dem lateinischen L. So. Die Lust. Übrigens muss der Bogen nicht zwingend auf der Mittellinie aufsetzen. Ja, so wie es hier zum Beispiel der Fall ist. Wobei ich den Bogen eigentlich immer leicht über der Mittellinie geschrieben habe. Aber der kann auch etwas höher sein.
Ludwig. Leben. Und Licht. So, und jetzt folgt das große B. Das große B beginnt genauso wie das große L, nur dass es eben dazu noch einen Bauch erhält. Zack, das ist das große B. Also so quasi wie beim kleinen B, was ja auch diesen Bauch hat. Jetzt kommen die Beispiele. Die Bitte. Das Bein. Das Bad. Und die Bücher. Diesem Kapitel kommt das große H dran. Das große H ist meiner Meinung nach einer der schönsten Buchstaben im Korinth und beginnt mit einer schnellen Schleife zwischen Ober- und Mittellinie, dann einem geraden Strich bis runter zur Grundlinie, dann einer Punktschleife, einem Bogen über rechts und einer Unterschleife. Das ist das große H. Er sieht dem kleinen H aus der lateinischen Schrift sehr ähnlich.
So. Haus. Hund. Holger. Und der Hans. Als nächstes folgt das große E. Das große E beginnt genauso wie das kleine, wie das große H. Ist dann mit einer schwungvollen Schleife. Wird dann allerdings bis zur Unterlinie geführt. Und dann folgt ein leicht eingekräuselter Schwung, der knapp unter der Grundlinie endet. Und am Ende noch dieser kleine Mittelstreifen, der leicht geschwungen ist, und hieran wird dann der nächste Buchstabe angehängt. Das große E erfordert auch viel Übung, vor allen Dingen ja dieser eingekräuselte Schwung hier unten, der ist meiner Meinung nach gerade am Anfang ziemlich herausfordernd. Aber die Arbeit lohnt sich, denn das sieht echt schön aus. So. Der Esel. Die Eier. Der Elch. Die Eins und jetzt mit dem Schluss S. Und der Eid. Als nächstes folgt das große V und das große W. Zunächst das große V. Das große V beginnt mit einer Form, die ähnlich aussieht wie ein Spazierstock, der nicht ganz bis zur Oberlinie reicht. Man kann ihn rein theoretisch auch bis zur Oberlinie ziehen, aber so sieht das V dann, wenn es einmal fertig ist, deutlich ästhetischer aus.
Daran schließe ich jetzt eine kleine Punktschleife an, die auf der Grundlinie basiert. Und dann folgt ein größerer Spazierstock in die gegengesetzte Richtung. Und dieser endet dann, ja, dieser endet dann quasi ausgehend in Richtung der Punktschleife. Und das ist das große V. Volk. Vertreter. Vieh, hier ist mir die Unterschleife, wie man sehen kann, etwas zu niedrig geraten. Und die 4. Als nächstes folgt jetzt das große W. Das große W beginnt wie das große S. Geht dann aber in, ja, ich sag mal, den zweiten Teil des Vs über. Und das hier ist das große W. So, und jetzt kommen dann die Beispiele. Welt. Wut.
Werk. Und der Wolf. Als nächstes folgt jetzt das große Y. Das große Y beginnt so wie das große V, nur dass man hier den Spazierstock oben an der Oberlinie ansetzt. Und jetzt zieht man diesen Bogen gerade bis zur Unterlinie. Dann folgt eine Schlaufe und das ist das große Y. Ja, man kann diese Schlaufe ruhig ein bisschen großzügiger ziehen, als ich es hier getan habe. Hier ist mir jetzt die Tinte ausgegangen. Ich setze also nochmal an. Die Yacht. Yoga. Ausnahmsweise mal ein Anglizismus. Yard. Und die englische Stadt York. Als nächstes folgt nun das große P. Das große P beginnt ebenfalls mit einem Spazierstock, der bis zur Unterlinie gezogen wird. Und hieran schließt sich jetzt eine großzügige 2 an mit einer entsprechenden Punktschleife über der Grundlinie.
Ja, wie man hier sehen kann, auch wenn es mir nicht ganz gelungen ist, kann man beim P auch versuchen, die Verbindung vom Spazierstock zur 2 direkt zu ziehen und also quasi ohne vorher abzusetzen. Es ist mir etwas besser gelungen als hier, aber hieran sieht man das ganz gut. Das heißt, so. Das eignet sich natürlich später auch besser, wenn man dann irgendwann mal schneller schreibt. Pfund. Der Paul. Der Patzer. Und der Putz. Als nächstes folgen das C und das K. Das C wird folgendermaßen geschrieben. Ja, das heißt, hier ist ein deutlicher Bogen drin. Das sieht erstmal gewöhnungsbedürftig aus, aber tatsächlich sieht das C so aus und vor allen Dingen ausgeschrieben finde ich es dann trotzdem einen sehr schönen Buchstaben. Der Cäsar. Die Carmen. Der Chef. Und die Creme. Jetzt folgt das große K. Das große K sieht dem C zumindest am Anfang sehr ähnlich. Hat dann allerdings nicht diese Punktschleife hier am Anfang, sondern stattdessen einen großen Bogen. Also auch hier ist wird zuerst dieser Halbkreis hier geformt oder dieser kleine Schwung. Dann folgt der Bogen wie auch beim C. Jetzt folgt allerdings eine große Schleife.
Und jetzt hier unten eine kleine Punktschleife und ein kleiner Aufstrich. So. Der Kaiser. Der Kuss. Ja, wie ich bei dem Kapitel vom scharfen S schon gesagt habe, wird das doppelte S am Ende niemals ausgeschrieben, sondern wird immer in ein scharfes S verwandelt. Das Klima. Und die Kunst. Als nächstes folgt das große F. Das große F beginnt ebenfalls hier mit einem kleinen Häkchen oben. Und jetzt führt es gebogen bis zur Grundlinie hinab. Und daran schließt sich jetzt eine Unterschleife an. Und dann wie beim großen J schließt sich das mit einer Punktschleife aus. Und das ist das große F. Es gibt noch andere Variationen, das F zu schreiben. Und zwar gibt es einmal diese hier. Und diese hier. Ich finde die hier am schönsten. Und deswegen werde ich die jetzt auch weiter verwenden. Also kommen wir zu den Beispielen.
Zunächst die Feder. Dann die Flucht. Dann die Flut. Dann der Fisch. Und das Feuer. Als nächstes folgt das große D. Das große D sieht beinahe so aus wie das kleine D. Nur folgt hier eine Schlängellinie. Und das ist das große D. Zuerst der Dieb. Dann das Dirndl. Das Dirndl. Dann das Dorf. Und der Deich. In diesem Kapitel behandeln wir das große X. Das große X sieht dem lateinischen Hase ähnlich. Und zwar wird es folgendermaßen geschrieben. Das ist das große X.
Xanten. Xerxes. Im Deutschen gibt es leider so wenige Worte, die mit X anfangen. Aber es gibt auch den Vornamen. Xavier. So. Jetzt kommen wir auch schon zum letzten Buchstaben in diesem Kurs, und zwar dem großen Z. Das große Z wird folgendermaßen geschrieben: zwar ein Bogen bis zur Oberlinie, dann bis zur Grundlinie, dann ein kleiner Bogen. Und das ist das große Z. Die Zahl. Der Zug. Und die Zigarette. So. Ja, hier passt noch was. Dann hänge ich hier noch den Zoo ran. Und das war's. So, jetzt folgt noch ein kleiner Bonus, und zwar die Zahlen von 0 bis 9. Ich beginne mit der 0. Man muss wissen, dass es verschiedene Art und Weisen gibt, die Zahlen von 1 bis 9 zu schreiben. Ich schreibe jetzt einfach mal beide Art und Weisen aus. Das ist jetzt erstmal, wie gesagt, die 0. Die 1 die 2 die 3 Die 4. Die 5. Die 6.
Die 7. Die 8. Und die 9. So, das war die erste Art und Weise, 0 bis 9 zu schreiben. Das mache ich euch nur mit einer zweiten Methode vertraut. Und das ist jetzt, ich sag mal, die konventionellere Art und Weise, die 0 bis 9 zu schreiben im Kurrent. Null, eins, zwei, drei, die 4, die 5, die 6, die 7. Die 8 und die 9. Ich persönlich bevorzuge eigentlich hier die zweite Art und Weise zu schreiben, aber wenn man jetzt besonders schön schreiben möchte, dann kann man auch mal diese etwas extravagantere Art und Weise, die 0 bis 9 zu schreiben, verwenden. Wichtig ist nur, dass die Schreibweise gleichförmig bleibt. Ja, das heißt, dass wenn man sich einmal hierfür entschieden hat, dass man dann auch in diesem einen Text eben nur diese Schreibweise benutzt. Und das Gleiche gilt natürlich hierfür. Zu guter Letzt möchte ich mich jetzt noch einmal der Fragestellung widmen, wie man denn am allerbesten die Kurrentschrift nicht nur sauber, sondern auch schnell und individuell lernen kann. Und das kann man natürlich am besten, indem man zunächst einmal die Buchstaben sowie ich sie euch jetzt beigebracht habe, flüssig zu schreiben lernt. Und das geht eben am besten auf diesem linierten Papier, was ich euch in der allerersten, unter dem allerersten Video verlinkt habe. Und wenn es euch gelingt, da eine relativ flüssige Schrift zu entwickeln, dann würde ich euch raten, auf das kleiner linierte Papier umzusteigen. Die Proportionen sind natürlich immer noch die gleichen. Das heißt 1 zu 2 zu 2. Und dann lernt ihr hierauf schreiben. Und wenn ihr auch dort eine flüssige Schrift entwickelt habt, dann könnt ihr euch langsam herantasten an ein Blatt, was unliniert ist. Und da könnt ihr dann einfache Linien einzeichnen. Und anhand dieser Linie einfach mal euch ein bisschen mit den Proportionen vertraut machen, ohne sie direkt in Form von einem mehrfach linierten Papier vor Augen zu haben. Ja, das heißt, wenn ihr jetzt hier zum Beispiel das Wort Hallo schreibt, ja, dann fällt auf, dass ich hier immer noch die richtigen Proportionen beibehalten habe. Das heißt, das L ist in etwa dreifach so groß wie das O oder das A. Ja, es ist hier ganz eindeutig sichtbar, dass die Oberlängen in etwa doppelt so groß sind wie hier der Abstand zwischen Grund- und Mittellinie, die jetzt natürlich nur imaginativ hier auf diesem Blatt sind. Und ja, dann sollte man sich da allmählich herantasten. Und wenn man damit irgendwann vertraut ist, dann kann man natürlich auch ganz frei schreiben. Das würde ich euch aber wirklich erst empfehlen, wenn ihr euch ganz sicher fühlt, auch im Schreiben auf liniertem Blatt. Genau, also selbst ich schreibe meistens auf liniertem Blatt, einfach weil
ich das Blatt immer schräg gelegt habe und dann einfach so auch immer merke, dass wenn ich dort keine Linien habe, nachdem ich mich richten kann, dann verschiebt sich auch die Schrift irgendwie meistens nach rechts oben. Also das hier ist zum Beispiel mal eine Schrift, wo man schon sehen kann, dass die deutlich freier ist als die Schrift, die ich euch beigebracht habe. Ich werde euch dazu direkt unter diesem Video nochmal ein alternatives Alphabet verlinken, nachdem ihr euch so ein bisschen richten könnt. Also hier sieht man zum Beispiel, dass das Q einfach ganz anders ist. Auch das K ist ganz anders. Hier habe ich auch nochmal eine alternative Schreibweise zum großen K aufgeführt. Auch das I sieht ganz anders aus. Und genau, dann kann man dann einfach mal so ein bisschen versuchen, dort eine individuelle Note reinzubringen. Und was ich euch auf jeden Fall ans Herz legen kann, ist, der Facebook-Gruppe beizutreten, die ich unter dem allerersten Video verlinkt habe. Und dort einfach mal, ja, dort einfach mal eure bisherigen Fortschritte, eure ersten Schriften inkurrent einfach mal reinzustellen und euch mit anderen auszutauschen. Ich kann euch auch empfehlen, dass ihr einfach mal im Internet nach zum Beispiel der Schrift von Schiller googelt oder der Schrift von Theodor Fontane oder der Schrift von anderen großen deutschen Schriftstellern, um zu sehen, wie die Variationen der Kurrentschrift überhaupt aussehen können. Ja, genau. Und ihr werdet sicherlich noch einige Inspirationen in der Facebook-Gruppe bekommen. Von daher wünsche ich euch ganz viel Erfolg beim Lernen und ich freue mich sehr auf eure Beiträge in der Facebook-Gruppe.